Heute geht es um 5 Fehler, die 99% aller Landschaftsfotografen machen oder gemacht haben. Fehler Nummer 1 ist, nur in die Weite zu fotografieren. Wie in der Situation jetzt hier. Es sieht ganz cool aus mit diesen ganzen Steinen, es ist gerade Ebbe, aber all das auf dem Bild, das ist einfach zu viel an Informationen. Oder wenn man im Urlaub ist oder sonst irgendwo touristisch unterwegs ist und man fragt irgendjemanden, wo ist eine schöne Stelle, dann schicken einen Leute oft zu Aussichtsplattformen oder generell Orten mit einer schönen Aussicht. Aber eine Aussicht, ja, ist schön für die Sicht, fürs Auge, aber meistens nicht zum Fotografieren, weil einfach zu viele Informationen im Bild sind. Und wenn man dazu dann noch ein Weitwinkelobjektiv benutzt, was man ja häufig in der Landschaftsfotografie macht, dann ist einfach die Landschaft sehr, sehr klein. Die ganzen Details sind auch sehr, sehr klein und es ist einfach zu viel Information im Bild. Simple Aussichtsspots solltest du also vermeiden. Und da kommen wir auch schon zu Fehler Nummer 2, und zwar dem Stativ. Also ein Stativ an sich ist natürlich kein Fehler. Ein Stativ ist eine super Sache, aber wie die meisten Leute ein Stativ benutzen, da liegt ein Fehler drin oder eine Fehlerquelle. Denn die meisten Leute benutzen ihr Stativ so wie ich jetzt. Die kommen irgendwo hin, stellen das Stativ hin, gucken durch ihren Sucher oder ihren Display, stellen vielleicht nochmal einen Fokus ein bisschen ein und gucken dann links, rechts, oben, unten, interessant, Foto. Wo ist der Fehler? Der Fehler ist, dass das Stativ in diesem Fall mir meine Perspektive vorgeschrieben hat. Nicht ich habe gesagt, ich möchte hier und hier fotografieren, ich möchte die und die Perspektive haben, sondern das Stativ hat gesagt, das ist meine Höhe, hier bin ich gerade eingestellt, fotografiere von dieser Höhe. Und das ist nicht gut. Deswegen, was ich mache, ich nehme die Kamera runter und dann gucke ich durch die Kamera oder über den Display, wo denn eine interessante Perspektive ist. Und vielleicht ist sie hier. Ne, weil hier zum Beispiel dieses Wasserloch ganz interessant aussehen kann. Ein Vordergrund, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das heißt, wenn hier eine interessante Perspektive ist, dann muss ich meinem Stativ sagen, pass mal auf Stativ, hier ist eine interessante Perspektive, also stelle ich das Stativ auf diese Höhe ein. Fehler Nummer 3 hat auch etwas mit dem Vordergrund zu tun. Es ist schon mal gut, wenn wir mit dem Stativ eine tiefere Perspektive für einen Vordergrund suchen. Wichtig ist dann aber auch, nah ranzugehen. Und das ist der Fehler, den die meisten Leute machen. Sie gehen nicht nah genug an den Vordergrund dran. Das sehe ich immer wieder bei Landschaftsfotografie-Workshops von mir, wo zum Beispiel Bachläufe fotografiert werden. Da haben die Teilnehmer erstmal so einen gesunden Respekt vor dem Wasser, ist klar. Aber sie gehen einfach nicht nah genug ran. Was passiert dann, wenn ein kleiner Bachlauf in einer weiten Landschaft im Weitwinkelobjektiv mit zu viel Abstand fotografiert wird? Der kleine Bachlauf ist im Bild klein. Und meistens sogar noch kleiner, als man das mit dem Auge so wahrnimmt. Weil wir können uns ja so ein bisschen fokussieren, so wie so mit Scheuklappen, wenn wir gucken. Und wir können aber auch in die Weite gucken. Aber die Kamera kann das nicht. Die kann halt nur entweder weit oder nah gucken. Was wir aber machen können mit der Kamera, ist einfach im Weitwinkel ganz nah an den Vordergrund rangehen. Und dadurch wird der Vordergrund aufgeblasen im Weitwinkel. Also nimmt viel mehr Platz im Bild ein, als er eigentlich würde. Weil es ist ja nur ein kleines Wasserloch. Aber weil wir nah rangehen, wird es ein großes Wasserloch. Wasserloch im Vordergrund und die Landschaft, der Hintergrund, der bleibt von den Proportionen eigentlich gleich oder die bleibt gleich, aber der Vordergrund, der wird boom, groß und prächtig und deswegen suche ich auch gezielt nach Vordergründen und der Hintergrund, der ist auch wichtig, aber bei weitem nicht so wichtig, bei mir jedenfalls, wie der Vordergrund. Fehler Nummer 4 hat etwas zu tun mit dem Fokussieren. Wir sind jetzt schon tief mit dem Stativ, wir sind nah dran an unserem Vordergrund und jetzt neigen die meisten Fotografen dazu, auch auf den Vordergrund zu fokussieren. Besonders wenn man mit dem Autofokus fokussiert. Deswegen Autofokus auf keinen Fall. Wenn, dann der manuelle Fokus, aber auch mit dem manuellen Fokus nicht auf den Vordergrund drauf fokussieren. Warum nicht? Was passiert, wenn wir auf den Vordergrund, also ganz nah nach vorne, fokussieren? Der Hintergrund wird unscharf. Und das selbst mit einer Blende 10, 16, 18. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Was mache ich also in 95% der Fälle? ND-Filter, Polfilter, Verlaufsfilter, Jaworski-Filter. Top-Qualität, fairer Preis. Jetzt auf www.lernvonben.de. Ich fokussiere nicht auf den Vordergrund, sondern auf den Hintergrund. Man nennt das auch unendlich. Das findet man auch auf dem Objektiv. Ein kleines Unendlich-Zeichen, das hast du vielleicht auch schon mal bei mir in den Videos gehört. Und wenn ich jetzt auf unendlich fokussiere und die Blende dazu schließe, zum Beispiel auf 16 oder auf 18, dann wird der Bereich von unendlich, also vom Himmel bis in den Vordergrund scharf.
je nachdem, wie weit ich die Blende schließe, weiter in den Vordergrund, bis irgendwann nicht mehr weiter geht. Also ich gehe nicht über eine Blende 18. Was ich dann mache in den 5% der Fälle, wenn der Vordergrund so nah an der Kamera dran ist, dass ich selbst mit unendlich und einer geschlossenen Blende den Vordergrund nicht scharf bekomme, dann benutze ich die sogenannte Hyperfokaldistanz. Klingt erstmal mysteriös, ist aber gar nicht so kompliziert. Die Hyperfokaldistanz ist ein Wert, der variiert je nach Brennweite und auch Sensor, den man benutzt. Vereinfacht kann man aber auch sagen, es ist ungefähr zwischen nah und unendlich, also irgendwo in der Mitte. Und da bei mir bei 16 mm Vollformat unendlich bereits ab 2 Meter anfängt, gehe ich einfach dazwischen. Und zwar ungefähr hierhin, auf 1 Meter Entfernung. Das heißt, ich fokussiere nicht auf den Vordergrund, ich fokussiere nicht auf den Hintergrund, sondern ich fokussiere ungefähr in die Mitte. Und was dann passiert durch die geschlossene Blende, zum Beispiel eine Blende 16, geht aber auch mit einer Blende 10 oder einer Blende 13, 14, ist völlig egal, hängt einfach mit der Größe des Vordergrunds auch ab und wie nah ich dran bin, dann wird sowohl der Bereich hier lang scharf, als auch der Bereich bis zum Himmel nach dort scharf. Und was man natürlich auch machen kann, ist ein sogenanntes Fokus-Stacking. Das heißt, ich fokussiere einmal hierhin, einmal hierhin, einmal hierhin und mache jedes Mal dabei natürlich ein Foto. Einmal hierhin mache ein Foto, einmal hierhin mache ein Foto. Und dann füge ich diese Fotos in der digitalen Bildbearbeitung zusammen zu einem Bild. Das ist dann aber faktisch kein einzelnes Foto mehr, sondern ein Composing. Kann man machen, aber wenn man es in einer Belichtung machen möchte, dann einfach entweder in die Mitte fokussieren oder auf unendlich, aber auf keinen Fall in den Vordergrund und schon gar nicht mit Autofokus. Und der fünfte und letzte Fehler, den viele, viele Leute machen, wenn sie anfangen mit dem Landschaften fotografieren oder selbst wenn sie schon längere Zeit am Fotografieren sind, muss man sich immer wieder daran zurückerinnern, ist Geduld. Man braucht viel, viel, viel Geduld. Und das ist irgendwie auch das Schöne an der Fotografie, an der Landschaftsfotografie. Man wartet auf den richtigen Augenblick. Jetzt zum Beispiel ist noch lange nicht der richtige Augenblick. Die Sonne ist noch zu hoch, der Himmel ist noch wolkenverhangen. Vielleicht zieht es nachher noch auf. Vielleicht kann ich euch nachher hier noch schöne Bilder zeigen. Ich habe die Geduld heute auf jeden Fall hier mit dabei. Nicht nur für dieses Video. Ich will hier nachher noch ein schönes Foto schießen. Und vielleicht kann ich es euch nachher jetzt hier auch einblenden, vielleicht aber auch nicht. Dann muss ich vielleicht noch mal wiederkommen. Ja, und das ist das Besondere an der Fotografie. Bilder bearbeiten können viele Leute, Himmel austauschen und so weiter. Aber wer wirklich fotografieren möchte, wer das auch zelebrieren möchte, der muss eine ganze Menge Geduld mitbringen. Und dann bekommt man auch die Bilder mit dem Wow-Effekt. Aber die macht man nicht als Fotograf, sondern die macht die Natur. Und man selbst als Fotograf ist Beobachter zur richtigen Zeit am richtigen Ort und drückt dann auf den Knopf mit diesen ganzen Tipps, die ich euch davor schon gegeben habe. Das waren 5 häufige Landschaftsfotografie-Fehler und wie man die vermeiden kann. Hast du noch weitere Fehler, die du vielleicht bei dir selbst oder bei anderen beobachtet hast und auch die Lösung dazu? Schreib sie gerne unten in die Kommentare, dass wir alle davon lernen können. Und auch heute gibt es wieder etwas zu gewinnen. Kurz ein bisschen Werbung auf www.lernvonben.de, das ist meine Website. Da gibt es Videokurse und mittlerweile haben wir 3 Videokurse über Landschaftsfotografie. Und daraus haben wir ein XXL-Bundle gemacht, also alle 3 Kurse zusammen und genau das kannst du heute gewinnen. Dafür musst du nur den folgenden Satz vervollständigen und zwar Vordergrund macht Punkt, Punkt, Punkt. Also Punkt, Punkt, Punkt ist nicht richtig. Ich will den richtigen Satz. Den Satz vervollständigen in den Kommentaren. Vordergrund macht und unter allen richtig vervollständigten Sätzen verlose ich einmal dieses XXL Super Bundle von lernvonben.de. Wenn du den YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, mach das, drück den Knopf, tut nicht weh, ist aber sehr, sehr gut. Daumen nach oben ist natürlich auch immer sehr gerne gesehen, freut uns und auch den YouTube-Algorithmus und drück die Glocke neben dem Abonnieren-Knopf, denn dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues kostenloses YouTube-Video hier auf diesem Kanal erscheint. Ich sag ciao und au revoir aus der Bretagne. Genieß noch ein bisschen den Ausblick.